Aber es ist ein kleines Feld, das ist in Ordnung. So, nur diese Spitze, die ist jetzt ein bisschen eigen. Wieso Gott läuft denn der? Kein Feld auf dieser Welt läuft so zu, oder? Oder doch? Also das Driften habe ich so noch nicht bemerkt, aber insgesamt ist es mit dem allerersten nicht wirklich eine Freude. Achso, das kann sein, ja. Ich habe den Tempomat noch nie eingemacht. Ich mache das tatsächlich. Ja. Ich habe den Tempomat noch nie. Machen wir doch mal an. Ah ja. Ist eigentlich angenehmer, oder? Aber da ich so furchtbar oft korrigieren muss, weiß ich nicht, ob der Tempomat das Ding meiner Wahl ist. Aber tatsächlich, ja. Oh, ich bin sehr hungrig. Ja, warte. Dann essen wir ein wenig Wurst. Ich muss sagen, ich mache es tatsächlich von Hand. Ja, dann passiert auch mal sowas. Nee, also beim Dreschen bin ich auch immer von Hand gefahren. Also ich habe das Tempomat immer gesehen, aber nie benutzt. Das heißt, ich fahre dann immer und sobald er dann sagt, du bist zu schnell, dann wieder langsamer und so weiter. Das heißt, bei mir meckert er tatsächlich ab und zu mal. Tempomat. Genau, den Farming Simulator habe ich zwar in meiner Bibliothek, aber habe ihn außer ganz kurz mal, warte, mal angespielt, eigentlich nicht benutzt, aber ich, das ist mein erstes richtiges Farming-Spiel. Aber ich muss sagen, ich finde es ganz gut, dass er relativ authentischer Feldarbeit mit altem Gerät halt eben noch ein paar Aspekte mehr hat als nur Landwirtschaft. Das ist halt eben Farmers Dynasty. Und die haben ja auch versprochen, dass die die haben auch versprochen, dass sie jetzt noch andere Dynasty-Spiele, einmal Holzfäller, andere mal Mittelalter und so weiter, noch solche Dynasty-Spiele rausbringen. Und ja, so viel Spaß wie das macht, gucke ich mir die auf jeden Fall mal an. Genau, Medieval und Lumberjack haben sie jetzt auch angekündigt. Und zu diesem Spiel eine Erweiterung für Kartoffeln und Rüben. Ist auch jetzt ganz frisch angekündigt worden. Die haben ja schon eine ganz schön große Auswahl an möglichen Nutzpflanzen. So, das da muss ich glaube ich jetzt mal ein bisschen korrigieren.
da geht ja gar nicht. Wie weit habe ich denn das jetzt? Um Gottes Willen. Ab hier, oder? Na, das sollte reichen. Das muss ich noch hinkriegen. Aber wie gesagt, die Feldarbeit ist bei mir also hier wirklich nur Beiwerk. Das macht das Ganze authentischer. Aber ich mag wirklich das andere noch. Also ich freue mich schon, wenn ich verheiratet bin. Ich habe da bei einem Streamer jetzt während der Nachtschicht ab und zu mal reingeguckt. Einen alten Engländer. Ach, das war witzig. Diese Art zu pflügen würde beim Landwirtschaftssimulator gar nicht gehen, aber dem Farmers Dynasty ist es, glaube ich, relativ egal, mit welcher Methode das machst. Und ich mag dieses Rundfahren eigentlich ganz gern. Es hat mit Sicherheit nicht nur Vorteile, aber... Ah doch, geht das ja. Das Schlimme an solchen Spielen ist, ich war vor kurzem mal spazieren. Ah, genau. Das wusste ich nicht so genau. Aber doch, das heißt im Prinzip schon, weil ich habe mir beim Spaziergang mal so ein paar frisch gepflügte Felder mal genau angeguckt. Das macht man ja, wenn man so ein Spiel spielt, plötzlich. Ne? Hat man ganz andere, einen ganz anderen Blick. Da habe ich, wo, ah, das kriege ich jetzt leider nicht hin. Ich habe nämlich da noch sogar ein Bild gemacht von einem ähnlich alten Traktor. Ja, und da habe ich gesehen, ach, da doch, der fährt schon. Aber der hat dann immer nur an den kurzen Seiten zwei, drei Querfurchen und alles andere aber längs. Und ich habe da noch ein Foto gemacht von freilaufenden Hühnern und, ja, und es ist halt eben so ein uralten Traktor. Nicht ganz so alt wie der hier, aber schon definitiv nicht mehr das, was man so heutzutage benutzt. Hm. Ja. Genau. Ich meine, ich habe mich vorher für Landwirtschaft jetzt wirklich... Ich habe mich dafür nie interessiert. Aber so als Computerspiel ist es ja schon... Ich weiß, warum das so beliebt ist. Es ist entspannend und ja... Nee, also... Ich habe tatsächlich... Obwohl, warte mal, Landwirte sind... Das sind ja selbst die sind ja keine Handwerker, aber ich meine... Ich habe so lauter so uninteressante Berufe in der Familie. Uninteressant oder so sehr Standard... Viele Akademiker, ich bin so ein bisschen das schwarze Schaf. Aber sowas wie man ordentlich Landwirt, ne, gibt es bei uns nicht. Das heißt also, dann ist das mit dem Verhalten sogar authentisch, aber man könnte es trotzdem sehr schön weglassen. Ja. Wie gesagt, das sind Quality of Life Sachen, die man also genau zur Verbesserung des Spiels praktisch weglassen könnte. Ne?
Ja, wenn die 70 geschafft sind, ist immer gut. Was ich gesehen habe jetzt bei diesem Streamer ist, dass man irgendwann Flügeaufträge kriegt für Felder, die eigentlich komplett fertig mit Korn, also schon mit Weizen, Korn ist ja Mais, mit Weizen bestellt sind und so weiter. Also eigentlich erntereif und man hat aber die Aufgabe, sie zu pflügen. Ich würde mich interessieren, ob man die dann nicht vielleicht, bevor man sie fliegt, schnell mal abernten kann, wenn man den Auftrag sowieso schon hat. Oder kriegt man dann Abzug von Sozialpunkten, weil ich meine, klauen kann man sowieso, aber ich will es ja nur dann machen, wenn ja, also wenn es legitim ist. Ich werde es auf jeden Fall mal probieren. Auch wenn es mich dann einmal ein bisschen mehr Zeit kostet. Schon wieder. Ich drücke immer ab und zu mal E statt R. Okay. Ja, ich glaube, da ist er so ein bisschen buggy. Nur mich würde es echt interessieren, ob man die Ernte, die der andere unterflügen will, ob man die nicht vorher einbringen kann. Oh nein, nicht schon wieder das. Ich habe dem Messer aber zugeguckt, wie er ein komplett bestelltes Feld einfach untergepflügt hat und natürlich auch die volle Belohnung gekriegt hat, weil das war ja der Auftrag. Oh Gott. Ein Feld. Pflügen und krubbern. Ach, nicht schon wieder. Hilfe. Dann noch möglichst weit weg oder so. Weil das wird mir echt gefallen, wenn es dann auch für die Maschinen. Also entweder, wenn man die Maschinen für die Fremdarbeit zur Verfügung gestellt bekommen würde, oder wenn es zumindest mal eine Schnellreise gäbe. Das wäre nicht schlecht für solche Missionen. Oh, okay. Sag mal. Jetzt bin ich aber... Ich glaube, die Konzentration ist ein bisschen weg. So. Machen wir jetzt erstmal diesen Zipfel weg. Oder versuchen es. Sag mal. Ah ja, gut, Sozialpunkte sind schlecht. Aber ich habe also einen schon gehabt, der darauf eher negativ reagiert hat und gemeint hat so irgendwas. Lass mich mit Politik in Ruhe. Im Spiel. Auf die Sozialpunkte habe ich nicht geachtet. Kann man ja auch ganz schön farmen dann. Aha. Na ja, gut. Ja. So, jetzt ein bisschen Konzentration. Dann haben wir doch auch schnell abgeschlossen. Ja. Es sieht schlimm aus. Aber du brauchst ja auch nur 97%. Und wenn da steht fertig, dann glaube ich das auch immer, auch wenn das Feld schlimm aussieht. Hilfe. Na, es fängt jetzt an, anstrengend zu werden. So.
Ja, W und E sind sehr nahe beieinander. Machen wir einfach mal andersrum. Hier ist es ja egal. Was für eine unmögliche Form für den Rest von einem Feld. Ich habe echt ein bisschen versagt. Machen wir einmal so, wie es richtig ist. Oh mein Gott, hätte ich das nicht sagen sollen. Oh, guck mal hier. Machen wir hier noch ein bisschen. 93 Uhr. Da muss ich noch ein bisschen nachbessern. Da noch ein bisschen. Oh Gott, das darf jetzt kein Landwirt sehen, oder? Das kann ja gar nicht sein, was ich da mache. Ich finde die Steuerung manchmal wirklich ein bisschen haktisch. Ich muss tatsächlich nachbessern. Ich mag nicht. Aber ich habe auch wirklich erschreckend schlecht gepflügt. Sag mal, was tue ich da? Ich habe gerade komplett... Ein Meter ist sehr, sehr wenig. Ich habe ja auch die Kamera völlig falsch. Ich sehe gar nicht, was ich tue. Ja, na, das ist diese Ungenauigkeiten, die man dann nachher ausbaden muss und selber schuld ist. Na komm, ah, Mann. Ich weiß ja auch nicht. So, bitte. Das Ding da noch. Das da. Und dann bitte sei jetzt 97%. Jetzt, aber ich treffe nichts mehr. Hilfe. Ich glaube, ich muss aufhören. Ich glaube, ich fahre noch einmal die... Wie viel Prozent sind es denn? 95. Ich mache noch einmal die Runde außenrum. Dann möchte ich das Plonk hören. Es ändert sich gar nichts. Hier noch. Ich krieg's nicht mehr hin. Sei doch bitte mal gnädig. Mach einfach Plonk und all done. 96, ne, er will die 97, er will sie komplett. Ah.
wollte ich das wieder nicht machen, aber egal. Wir bringen das Ding mal auf zur Straße. Geben die Mission ab. Ich war jetzt gerade völlig von der Rolle irgendwie. Wie von Flug gelaufen. So. Okay. Und dann geben wir das Ding mal ab. Aber ich glaube, ich mache dann auch Schluss, weil die Konzentration ist einfach nicht da. Es ist jetzt auch schon ein bisschen was später. Ja. Wieso gehen die eigentlich immer in die Richtung auf? Und der ist auch innen. Nur klar geht er noch innen auf. Ne? Ja, wie gesagt, gerne. Ich habe jetzt demnächst noch ein bisschen Urlaub und so weiter. Und jetzt noch ein paar Tage frei. Das wird also öfter was kommen. Guten Tag. Hätte es sein können. Danke. Hier ist etwas für dich. Danke. Dafür, dass ich so lange darauf warten musste, dass du überhaupt mit mir redest. Ja. Wie sieht's denn aus? 15 Uhr irgendwas. Ja, dann dir auch eine gute Nacht und wie man jetzt immer sagt, ne? Bleib gesund. So, hier bin ich und da muss ich noch was machen und da sind immer noch die Tomaten. Ich fahre den Traktor. Ich fahre jetzt mit dem Traktor nach Hause. Dann penne ich und dann fahre ich am nächsten Tag wieder dahin. Ich denke, das ist gut. So. Und ich hoffe, dass irgendwann mal die Tomaten reif sind. Ja. Das waren auch schon wieder 3,5 Stunden fahren, was dann ist, die Eieiei. Insgesamt bin ich jetzt fast 8 Stunden live. Na komm. Querfeldein. Dafür ist das Ding nicht gemacht. Komm, das schaffst du. Was haben wir denn hier für seltsame Strukturen? Ist das eine Treppe? Wieso ist hier ein Ritualplatz? Es wird immer unheimlicher. Erst dieses Treffen mit Leuten und Tieren. Und dann dieser seltsame Platz. Ich habe Angst. Ich habe heute noch mein Schätzchen noch gar nicht beschenkt. Ah, wir sind zu Hause. Okay. Ach, jetzt sind sie nicht mehr da, oder was? Na komm. So. Ich dachte ja fast. Super. Na doch. Wieso wird das jetzt immer mehr? Das ist ja super. Hier auch, oder was? Nee, nicht übermütig werden. Wo habe ich... Ich habe doch... Oder?
Ne, mehr habe ich nicht. Das reicht ja auch. Aber jetzt mal schnell gucken, wo ist denn meine Frau, von der ich gar nicht weiß, wie sie heißt, der ich aber schon was geschenkt habe. Oder ist sie doch noch da? Nein. Schade. So. Kochen, schlafen. Es ist nicht die Welt, aber es ist ein bisschen was. So. Zucchini-Suppe. Kommt auch ganz schön was zusammen. Ganz wichtig hier, na, die würzige. Fisch haben wir. Nein, hat er ihn jetzt gemacht. Dann muss ich wieder angeln. Schade. Ah, Moment. Erst das Honigreis machen. Nee, den können wir machen. Ach, Honigreis geht auch. Gut. Wow. Lohnt sich. Jetzt geht hier nichts mehr. Wegen der Zucchini. Sag jetzt nicht, dass ich. Naja, komm. Zucchini werden wir immer wieder haben. Die Pilze werden ja nicht schlecht. Na. So, das war das. Jetzt haben wir es immer noch relativ früh. Heißt also. Ne, ja, die Richtungen. Da hoch. Wenn ich nur wüsste, wo diese Frau, der ich was schenken kann und darf. Das Fass ist doch gerade gerollt, oder? Ah ja. So, und du? Schön, Sie zu sehen. Kann ich helfen? Lust zu handeln? Lust zu handeln, klar. Was? Aber der kriegt nie irgendwas Neues, oder? Wenn ich um Grasboden den Untergrund so wandeln. Ah ja, damit kann ich Blumen machen, gut. Sonst. So, du kriegst dafür den. Den. Nein, die nicht. Die. Die, das, 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 das. Ja, so kommt's. Okay. Jetzt Frage ist, bei welchem Hof ist die, mein Schätzchen?
Die müssen wir jetzt auch kurz suchen gehen, oder? Weil die muss ja noch was kriegen. Weil die auch immer was haben wollen. Und vielleicht ist bei denen ja auch der Hund. Janet ist meine. Janet ist meine. Und er ist Joseph. Chuck. Guten Tag. Nee. Danke. Und du? Hallo. Lasst uns reden. Guten Abend, mein Freund. Mhm. Erstmal ist sie sehr hübsch. Du siehst heute so hübsch aus. Schön zu hören. Danke dir. Kommt was? Ja. Hi. Jetzt check ich hier noch was. Guten Abend, mein Freund. Hier, das habe ich für dich gekauft. Na, gleich sollen wir schon mal Pralinen, Rosen? Komm. Das ist so süß von dir. Du bist wirklich nett. Lasst uns reden. Hallo, komm näher. Oh. Das ist wirklich ein schöner Ort zu leben. Ich weiß, wo Janet wohnt. Ja, es ist nett. Und all die guten Menschen, die hier leben. Nee, toll. Das ist alles gut. Das ist alles, danke. Ja. Ja, die ist ein wenig verliebt und ich weiß jetzt, wo sie wohnt. Wenn jetzt noch der Hund da ist. Das Problem ist, wir kriegen den Hof nicht, ne? Nein. Na, ist hier irgendwas? Wäre ja noch seltsamer. So. No more. Und dieses Feld wäre ja auch, was ist denn das? Lupinen, bereit zur Ernte. 1,9 Hektar. Und kostet? Ja, die Hälfte könnte ich ja nehmen, aber Lupinen, möchte ich Lupinen haben? Das ist ein großes Feld. Das ist ganz bei mir in der Nähe. Mal schauen. Könnte ich jetzt gleich Lupinen ernten, aber dann könnte ich mir diesen Trailer nicht mehr kaufen. Wir gehen jetzt schlafen. Mit dem Hund lese ich nochmal nach. Wie sieht's mit... Achso, Glück, kann ich das so schauen? Ja. Ja, das ist klar. Stroh. Kraftstoff haben wir genug. Vielleicht hier irgendwie. James. Komm, wir gehen schlafen. Da haben wir jetzt noch was bekommen, was Besonderes? Ne, wir haben Pilze. So, wir gehen hoch schlafen. Und dann gucken wir dann, was es beim nächsten Mal gibt. Deswegen jetzt erstmal schnell diesen hier. Weiß ich alles. So, jetzt gucken wir doch mal erstmal Hofstatistiken.
Tomaten. Bereits Ernte 0, immer noch nicht. Feuchtigkeit optimal. Nein, ja. So, ich könnte was essen. Und auf die Karte schauen. Was gibt's beim nächsten Mal? Klar, klar. Das haben wir da oben. Kürbissuppe, super. Ja, kleines Feld. 0,73. Dann machen wir erst das, oder? Das ist das, gut. Und noch was? Nur zwei Aufträge. Naja, gut. Super. Na, jetzt ernsthaft? Zwei Aufträge nur? Naja, wir müssen auf Tomaten warten. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Aufnahmesession. Ciao.